Halli, Hallöchen und willkommen zurück bei Heroes of the Storm. Ja, eine neue Arena, neu, das Heldenchaos. Mach mit und meistere jede Woche eine neue Herausforderung. Ein spannendes neues Spielerlebnis, geänderte Spielregeln und natürlich epische Beute erwarten dich. Belohnung, nimm jede Woche an drei Heldenchaos-Spielen teil und exklusive Belohnungen und Gold zu erhalten. Spielen? Ich wollte gar nicht. Strafe Arena. Nein, das wollten wir, da wollten wir gar nicht hin. Ich wollte euch doch den Samuro, der Klingenmeister, vorstellen. Den wollten wir ausprobieren. Neuer Held, neues Glück. Und ja, ich würde sagen, ausprobieren. Der ist nämlich neu bei Heroes of the Storm ja, dazugekommen. Lange Zeit habe ich ja, ein bisschen terminlich und so weiter, das leider nicht alles so hinbekommen, um immer neue Helden vorzustellen. So, wähle ein Talent. Wir haben hier folgende: Weg der Illusion, Quest, achso, das ist Quest, Belohnung. So, Quest, kritische Schläge vom Spiegel. So, Weg der Klingen, jeder dritte automatische Angriff ist jetzt ein kritischer Schlag. Erhöht den Schaden des kritischen Schlags außerdem um 25% des Schaden automatischer Angriffe. So, Weg des Windes. Ich glaube, wir machen mal das. Der Pfad ist vorgezeichnet. So, Trugbild, Spielbeginnbild, was Spiegelbild gewährt den Helden um seine Spiegelbildern zwei Auflagen von magischen Blockaden. Während das Held durch den Windlauf getarnt ist, wird der erlittene Schaden aus 60% um 60% verringert. Abwehr verringert die erlittenen Schaden durch automatischen Angriff von Helden um 25%. Ich glaube, das ist gar nicht. Uah. So. Oh. So, wir haben noch ein Talent verfügbar, natürlich, klar, weil wir sind ja schon auf Stufe 30. Brennende Klinge, kritische Schläge entfesseln, einen Flammenstoß, der das Ziel sowie die Gegner in die Nähe zu sehen, 65% Schaden des automatischen Angriffs zufügt. Mhm. Schmerz ist keine Illusion, erhöht den Schaden des kritischen Schläges pro aktives Spiegelbild um 40% des Schadens automatischer Angriffe. Finde ich gut. So, Klingenturm, heroischer, ja. Der Held wird zu einem unaufhaltbaren Wirbel des Todes und fügt Gegnern in der Nähe 4%, 4 Sekunden lang 810 Schaden hinzu. Tauscht die Position mit dem ausgewählten Spiegelbild. Spiegelbilder können einzelne. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das würde ich jetzt gerne auch mal ausprobieren. So, Moment. Puh. So. So. Und dann würde ich gerne R. Wow, das läuft gut. So, haben wir den auch schon mal, genau. Spiegelnder Strahl, automatische Angriffe auf Helden verringern in den Abklingzeit um eine Sekunde. Das sollte ihnen eine Lektion erteilen. So, ich dachte schon. Zitadelle habt aber bitte noch nicht. Doch, haben sie schon. Das ist doof. Das ist doof, müssen wir gleich nochmal zurückstellen. Der Windlauf erschafft des Spiegelbilds am Ausgangsort der Aktivitäten des Heldens fortführt. Windlauf teleportiert den Helden eine kurze Entfernung in Blickrichtung. Spiegelbild am Ausgangsort der Aktivität. Okay. Das. Keine Gnade. Automatische Angriffe auf verlangsamte Bewegungsunfähigkeit und betäubt Ziele sind immer kritische Schläge. So. Tanz des Todes. Das Spiel besetzt Klingensturm gleichzeitig mit dem Helden ein. Vergeltung. So, Forts zurücksetzen. So. Der Pfad ist vorgezeichnet. Achso. Und Gegner auswählen. Ach, kann man jetzt auch. Cool. Diene ein. So. Eine weise Entscheidung. Abklingzeit ein aus. So. Und jetzt natürlich eh noch dazu. Und. Alter, da hat der Arthas ja gar keine Chance mehr, Alter. Da hat er ja gar keine Chance mehr.
Oh, ich bin, warum nicht hier dahinter? Gegner getötet. Yeah. So, doch, abgeben wir wieder ein. Das war amüsant. Unzügliche Heilung. Fort zerstört. Cool. Der hat echt so einiges drauf. Ich stimme zu. Also mit den richtigen Leuten. Achso, Diener eine. Oh. Oh. Oh, Malfurium, es tut mir leid. So. Na gut, mit, ich denke mal mit, Zeit wird natürlich ein bisschen besser. Ups. Ein tödlicher so. Schlag. Genau so sollte es ja auch sein. Genau. Blutrausch. Yeah, Blutrausch. So, was ich gerne mal ausprobieren würde, wäre doch mal hier. Genau. Zack. 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 Und Alter, da kannst du echt mega alleine wahrlich gut gekämpft. Die Dinger ja hier Alter, da kannst du die Force ja so einnehmen. So einnehmen mit dem. Wir ehren die Klinge. Mega. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Mega gut. So, auf jeden Fall, das war's. Aber zurück zum Spielen. Nein, verlassen. So, ich hoffe, ich habe jetzt. Nein, habe ich nicht. So, wir können uns den mal suchen. Richtig. Samaru ist der letzte überlebende Klingenmeister, der noch das Banner der Brennenden Legion trägt. Stimmt, der hat das Banner der Brennenden Legion. Fällt mir jetzt mal eben gerade auf. Oh, das für den ersten Sieg des Tages. Achso, Klinge trägt. Er beschreitet den Pfad des Kriegers um seine gefallenen Clanrache und Vergebung zu. Die geschlagen wurde, ja. Ist nicht zu gewinnen. Richtig. Vergeben zu bringen. Auf ihn wartet eine lange Reise. Doch er hat sich geschworen, die Ehre seines Clans wiederherzustellen. So, der hat natürlich. Achso, hallo? So, Ansehen. Hallo? Ansehen? Warum? Achso, da lädt noch was. Da lädt noch was nach, glaube ich. Oder auch nicht. Paketangebote. So, den. Benötigt meine Klinge. So, den gibt es auch als Höllenklinge Samaru. Ist ein bisschen angepasster, glaube ich, ne? Ja, ja. Cool. Und natürlich als mit Reittier Höllen-Eber. Das sieht natürlich auch mega geil aus als Paket. Meine Klinge. So, Helden. Helden? Also. Da haben wir an. Ihr benötigt meine Fähigkeiten, Klinge. Eigenschaften, Talente. Skins. Ah, da sind die normalen Skins natürlich von dem. So finde ich ihn auch mega gut. So sieht er auch nicht so schlecht aus. So, was haben wir denn da? Normal. Rot. Als Elite. Hand, die sie führt, ist selbst die schärfste Klinge wertlos. Aber sicher. Sieht aber auch nicht schlicht aus. Nice gemacht. Und hier Höllenklinge Samaru. Die kann man dann kaufen.
Die Skins umfasst angepackte Animationen für die Fähigkeiten dieses Heldens. Aha. So, die ja, die hatte ich übrigens nicht gehabt das letzte Mal. Die ist mir einfach untergegangen. Ich bin Mütterchen Russland. Ja, sie ist Mütterchen Russland. Talente, Fähigkeiten, Skins haben wir da auch. Da kommen wir aber vielleicht mal in einem anderen, ja, Let's Show dazu. Ja, Bestrafer Arena. Ein erbarmungsloser Kampf zwischen den Helden und Bestrafern gibt seinen Gegner den Rest, um zu gewinnen. Man darf gespannt sein. Das ist das Heldenchaos. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Let's Play bzw. Let's Show zurück. Und ja, vielleicht der nächste Held, den wir dann machen. Vielleicht die Zagata, die Overwatch-Heldin Russlands. Oder vielleicht die neue Map. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Johnny Doe. Ciao.